Dass die Marktgemeinde Kriglach fast für jede Sportart gut gerüstet ist, steht außer Zweifel. Dass es daher auch sehr erfolgreiche Sportler gibt, zeigt die vor kurzem stattgefundene Sportlerehrung im Veranstaltungszentrum. Wir haben heute 58 Sportler von Kriglach, die heute geehrt werden. Sport ist nicht nur für Kriglach wichtig, sondern ist für jeden Ort wichtig und für uns ganz besonders. Wir haben ja tolle Sportstätten und es werden auch die Sportler unterstützt und das zeichnet eigentlich Kriglach sehr aus. Als besonderer Gast wurde Andi Goldberger, erfolgreichster Skispringer in den 90er Jahren, eingeladen, um in seinem Referat über wichtige Aspekte im Sport zu sprechen. So Sportlehrung ist für mich aber ganz was Schönes, da dabei zu sein oder zu sehen, einfach sage ich schon, wenn man den Sportlichen oder die sportlichen Leistung da anerkannt, wenn die anerkannt werden von der Gemeinde, von den Menschen da, die was die sportlichen Leistungen bringen, da das wirklich anerkannt wird, das freut man dann schon, da geht uns das Herz dann auf, wenn man dann auch sieht, wie sich die Sportler über so eine Ehrung freuen. Filmausschnitte zeigen Andi Goldberger von seiner sportlichen Seite und sollen seinen Vortrag unterstützen. Um was geht's im Vortrag genau? Im Endeffekt geht's da grob gesagt Lebensschule Spitzensport, weil ich einfach der Meinung bin, dass man vom Sport oder vom Spitzensport fürs Leben danach oder fürs normale Leben sehr, sehr viel lernen kann. Und da möchte ich irgendwie meine Erfahrungen, die was ich vom Sport gemacht habe, wie man erfolgreich wird, wie man mit Misserfolg umgeht, was leider auch dazugehört und was man da fürs Leben davon lernen kann, was ich gelernt habe, das möchte ich da ein bisschen erzählen. Und das sind auch sehr viele Sportler da und ich glaube, dass es da sehr, sehr viele Parallelen gibt zu dem, was ich gemacht habe. Ich habe angefangen, ja, da war ich so 7, 8 Jahre circa, mit 1980 habe ich so meine ersten richtigen Sprünge gemacht, bin das erste Mal über so kleine Kinderschanzen gesprungen und da habe ich jetzt schon gewusst, das taugt mir einfach, das will ich werden. In Walzell, wo ich aufgewachsen bin, ist auch ein kleiner Ort, da hat es nichts gegeben außer Skisprungschanzen, da habe ich das gemacht. Ja, und da habe ich halt irgendwie, wurde da mit dem Skisprung-Virus infiziert und habe dann kämpft. Natürlich braucht man Talent, Ehrgeiz bis Glück auch, dass man halbwegs gesund immer bleibt, dass man die richtigen Trainer hat und dass man halt dann durchkämpft. Andi Goldberger ist auch Weltrekordhalter mit seinem 225-Meter-Sprung 1994 in Planitzer. Ja, das ist schon was ganz was eben. Also als Kind träumt man natürlich immer, aber möchte man einfach einmal der erfolgreichste Skispringer sein. So quasi Weltcup-Winger, für Schanzen oder Weltmeister werden. Und für mich aber auch Weltrekord zu haben, das war für mich schon so ein Kindheitstraum. Der Mensch sein, der was am weitesten auf Ski geflogen ist. Also das ist schon ein Kindheitstraum immer gewesen. Und wenn sowas dann in Erfüllung geht, also das ist einfach sowas unbeschreiblich. Das ist einfach ein Privileg, wenn man diese Sportart so machen kann, das auszuführen, dass man mit denen hat. Das macht dann schon auch demütig, sage ich, oder ehrfürchtig, weil man weiß auch genau, es ist eine gefährliche Sportart, wenn man einen Fehler macht oder wenn man ein bisschen Pech hat mit den Bedingungen oder mit dem Material, dass man sich auch fürchterlich wehtun kann. Also deswegen sollte man da schon auch ein bisschen da mit Demut oder mit Vorsicht oder einfach nicht größenwahnsinnig werden, nur weil man ein guter Skispringer ist, sondern wirklich auch geerdet und am Boden bleiben, weil man im Sport weiß man sofort, es kann sehr schnell auch in die andere Richtung gehen, man kann einen Tag erfolgreich sein und nächsten Tag schon wieder ganz schlecht sein, also der Sport ist dann wieder beinhart. Andreas Goldberger hat seine Karriere 2005 beendet, ist verheiratet und vor kurzem zum zweiten Sohn Vater geworden. Jedenfalls war es für alle interessant zuzuhören und das eine oder andere für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn man heute schaut, welche Sportlerinnen und Sportler da geehrt werden, dann sind in Summe 19 Vereine dabei beteiligt. Also da sieht man schon, welche Bandbreite das da gibt an sportlichen Aktivitäten in unserer Gemeinde. So Sportlehrungen machen wir im Zeitraum vor ca. 3 Jahren. Heuer hat es einen besonderen Anlass gegeben, weil auch ein Kriglacher teilgenommen hat bei den Special Olympics und dort eine Silbermedaille erreicht hat. Und deshalb haben wir das zum Anlass genommen, dass wir heuer wieder eine Sportlehrung seitens der Gemeinde durchführen. Auch Frau Bürgermeister wurde eine Goldene überreicht für das Engagement, für den Sport, denn in der Gemeinde Kriglach können die Sportvereine alle Einrichtungen kostenlos benutzen. Einzigartig in Österreich, so Sportreferent Ewald Rami.
Zuerst Lehrling und dann Chef. Als besonders gelungen hat sich die Aktion der Sparkette erwiesen. 21 Lehrlinge des Spar-Supermarktes konnten von 30. bis 18. November ihr Talent unter Beweis stellen, wie man einen Supermarkt leitet. Wir haben diese Woche das Projekt Lehrlinge führen eine Filiale, wo 21 Sparlehrlinge eine Woche lang wirklich für diesen Sparmarkt hier in Kapfenberg verantwortlich sind und die wirklich den Sparmarkt komplett schaukeln und die wirklich lernen jetzt, wie ist es selber Verantwortung für einen Markt zu haben, auch das Ganze zu leiten, von Personaleinsatzplanung bis hin zum Warenbestellung, also die machen da wirklich alles und ich glaube, das ist für unsere Lehrlinge eine coole Sache. Meine Hauptaufgabe ist eigentlich zu schauen, ob alle Leute Arbeit haben, ob die Filiale passt, ob alles in einer Linie ist, die Frische beim Obst, bei der Mopro, Fleisch, Wurst. Es ist einfach viel Verantwortung, die man übernehmen muss und ja, einfach schauen, dass alles läuft. Und Sie sind ja auch diejenige, die die Lehrlinge so weit bringt, dass sie auch dorthin kommen, wo Sie jetzt sind. Ja genau, also mein Beruf, Wunsch wäre dann eben auch die Marktleitung, die möchte einfach andere sagen, die vielleicht ein bisschen mehr Angst davor haben, die sagen, okay, nein, das traue ich mir nicht oder da traue ich mich nicht drüber, dass ich sage, okay, trau dich, probier es genauso, ich habe auch nicht gewusst, worauf ich mich eigentlich einlasse. Ich bin so, wie man sagt, ins kalte Wasser geschmissen worden, aber ich muss sagen, ich habe Schwimmen gelernt, also es ist eine riesige Aufgabe, aber es funktioniert. Wie es sich anfühlt, die Verantwortung zu übernehmen und das notwendige Wissen in die Praxis umzusetzen. Bei dieser Gelegenheit ergeben sich viele Kontakte und Informationen über den Tagesablauf eines solchen Supermarktes. Natürlich bleibt auch da und dort noch ein Wunsch offen, um die Kommunikation untereinander zu fördern. Das Klima, sage ich einmal, ist das A und O in einer Filiale, weil wenn das Klima kaputt ist oder nicht so ganz funktioniert, würde ich sagen, dann macht man was falsch. Also ich bin sehr dahinter, dass die Leute zu mir kommen, wenn sie Probleme haben und dass ich die Probleme dann eben auch zu lösen versuche. Das ist ganz normal. Als Leiterin dieser Gruppe hat man ja selbst als Lehrling Erfahrung. Was hat bisher Ihrer Meinung nach gefehlt? Was muss verbessert werden? Was muss verbessert werden? Also ich muss sagen, wir arbeiten sehr gut zusammen. Es passt soweit, aber was vielleicht noch ein bisschen verbessert werden muss, dass ein bisschen mehr geredet wird miteinander. Also das fällt mir ein bisschen, man soll sich ein bisschen mehr miteinander unterhalten und nicht immer so, wie soll ich sagen, für sich selbst arbeiten, sondern einfach ein bisschen mehr miteinander. Die Zukunftschancen als Leiter eines Supermarktes sind groß. Lehre, Matura bis zu einem Hochschulabschluss. Spar bietet den jungen Leuten eine breite Palette von Zukunftsmöglichkeiten. Bei uns ist so, dass wir auch die Lehre mit Matura anbieten. Das heißt, dass unsere Lehrlinge 4 Fächer absolvieren und diese eben in Deutsch, Mathematik, Englisch und im Fachbereich BWL. Die Lehre und Matura, die dauert eben 4 Jahre. Der Lehrling kann das eben bei uns während der Lehrzeit anfangen. Und ja, wir sind auch stark in der Kooperation mit der WIFI. Das heißt, der Lehrling fängt dann während der Lehrzeit an und hat nämlich auch nach der Lehrzeit die Möglichkeit, die Matura fertig zu machen.